Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prototype 2. Ich bin der Baume und ich bin der Typ am Joystick, der das hier die ganze Zeit zockt. Da drüben sehe ich jemanden. Du kommst mit. Hui. Und dann ab in die rote Zone. Ab in die rote Zone hinein in ihre Tiefen. Ey, passt auf. Das ist einer von euch. Schießt nicht auf den. Oh, ich dachte gerade, ich könnte gleiten. So, mein Typ. Du hast so einen Kopf auf dem Kopf. Das heißt, du willst dich hier mal umschauen. Den Wunsch erfüllen wir dir gerne. Führe dich mal ein bisschen nach oben, auf die Dächer dieser Stadt. Ups. Wir sind hier übrigens in Manhattan, wie ich letzte Folge schon mit Entsetzen festgestellt habe. Und mit Entsetzen auch feststellen durfte, wie schlecht meine geografischen Kenntnisse von Städten außerhalb der meinen sind. Sicher? Dann wollen wir mal sehen, ob du wirklich der Falsche bist. You should have heard those pencil necks going on and on about increased security. I guess that's understandable. What with hella ripping so many Gentech guys to pieces? But they want more protection? They say they bump up the pay scales. Each pencil neck gets an extra grunt for every 10 grand they shell out. Das wird nichts bringen, Kumpel. Das wird nichts bringen. Eine Festung? Eine Festung ist verfügbar. Huh. Haben wir Bock auf die Festung oder wollen wir schon in die Hauptquest uns stürzen? Ich meine, schließlich hat Sabrina uns angerufen und jeder weiß, dass Sabrina immer nette Sachen für uns hat. Wegpunkt entfernen, Wegpunkt setzen, Wegpunkt entfernen. Nee, ich brauche den Wegpunkt nicht. Ich will zu Sabrina schauen, unserer Süßen. Nachdem wir ihr den Roland endlich mies gemacht haben, wie jetzt? Jetzt hat er doch einen Wegpunkt gesetzt. Dann machen die das andersrum, wie sie es einem hinschreiben. Na gut. Upsa, gleiten, mein Freund, gleiten. Auf zum S. S. Ob da oben eine Blackbox drin ist? Ich wundere mich. Also ich meine, wir hier als James Heller machen ja so richtig Tam-Tam und hauen hier alles kaputt, alles in jeden, versuchen alles in Stücke zu reißen und. Das sind doch Feldagenten, oder? Das sehe ich doch schon von Weiden, Jungs. Euch kann man bis in den Himmel riechen. Ne, falscher Knopf. Den hier, genau den hier. Ich will immer meinen Rudel rufen, aber das ist ja jetzt hier gerade viel passender. Hui, Feldagenten sind immer so leicht abgefrühstückt, das gefällt mir. Hui. Transmitting Tactical Coordinates. Brauche ich aber gar nicht. Was haben wir denn hier? Central Park? Ist aber klein ausgefallen. Ah ne, ne, der zieht sich doch noch ein Stück. Na gut. Hallo. Lieber Central Park. Kann ich mich an den noch aus dem ersten Teil erinnern? Da gab es so ein paar Spots, die müssen einem eigentlich im Gedächtnis hängen bleiben. Tut mir leid, wenn ich den jetzt hier nochmal lang sprinte, aber... Nee, der sieht anders aus, du. Ist das Manhattan? Sicher? Ist das der Center? Der ist doch viel zu klein für einen Central Park, oder nicht? Oder? Ich bin verwirrt. Naja, hopsen wir mal aufs Dach rauf. Dann klärt sich alles schon wieder irgendwie. Hups. Kleiner Fassadenkletterer hier. Ich glaube im wie heißt es? Im Parcours wäre der Typ einfach nur erste Sahne. So. Oh, was? Wie? Hier hinten? Hier vielleicht? Ah, Tatsache. Cool. Noch eine Blackbox. Mensch, das läuft ja. Eine Blackwatch-Box. Radio transmission 22 days ago. Do we have to give the pencil necks full access to the reconstruction zones, Colonel? It's not very safe. Dr. Koenig has a certain amount of clout. It'd be a bigger headache to try to wave him off than to let him and his crew go in and get killed. Fair enough, sir. Wow. Und dafür verschwende ich sonst immer meinen Devastor. Ist ja auch lächerlich. So, komm, wir machen mal wieder den Allrounder rein. Zack. Die schöne Klinge, die wir jetzt auch aufgepimpt haben. Mit ihren super Zacken. Krass, ey, ne? Schon ein bisschen heftig. So, pack mal wieder weg. Nee, falsche Richtung. So, dahin. Wie kommt denn die Sabrina eigentlich hier in die rote Zone, hä? Ich denke, die arbeitet für Gentech. Die kann doch hier nicht hier so rumspazieren. Macht sie bestimmt auch nicht. Wir kriegen bestimmt gleich nur einen Anruf von ihr. Wir müssen die mal wieder besuchen gehen. Da ist er ja.
Took you long enough to get here. You're lucky I came at all. Hey, you owe me. You want something from me. What is it, huh? Protection? A way out of this fucking sinkhole? I have intel on a Blackwatch operation, and it's big. You're looking for Commander Cantrell. Cantrell. Fine. Now go back to Blackwatch and do some more digging. What? I almost got killed getting that much. Asking me to go back? It's suicide. I'm not asking. Wieso sind wir so pampig zu der? Die gibt sich voll Mühe, die Schlampe. Nee, ich finde die eigentlich auch total unsympathisch, ehrlich gesagt. Die ist so immer auf ihrem, aber... This is Commander Cantrell, requesting additional armor at base India 7-9er. Solid copy. I'll have Oscar 5 Charlie delivered to your location. Over. Until we finalize the Firehawk plans, I want a complete lockdown. Nobody is getting in or out of this building. You can lock all the doors and turn off all the lights, Cantrell. But you can't protect those plans forever. Richtig. Echte Menschen oben auf den Dächern? Keine Zombies? Cool. Was wollte ich sagen? Ja, die ist doch Chefin von Gentech. Wieso wurde die denn fast getötet, um an diese Information ranzukommen? Eigentlich müsste es für sie doch am leichten sein, an das ganze Geheimniszeugs ranzukommen. Eigentlich müsste der das doch jeder sagen und das mit der immer abgesprochen werden. Ich meine, die ist doch sowas wie Rooks bei Blackwatch, nur dass sie halt eben bei Gentech ist. Und jetzt sagt die, sie kann nicht wieder zurückgehen? Ich meine, mit wem hat sie sich denn so krass verscherzt? This base is locked down tight. Doesn't look like Cantrell is going anywhere soon. You're a soldier, right? I'm sure you know how to end a lockdown. Activate their security protocols. Cancel the lockdown automatically. AKA, start a giant fucking fire. Oh, Heller. Hope you didn't hurt your brain there. Bitch. Ihr könnt euch leiden, ihr seid ein richtiges Traumpaar. So. Zerstören Sie die Treibstofftanks und Explosivwaffen. Dafür kriegen wir einen Bonuspunkt. Boinga, boinga. Na du, darf ich dich essen? So, das ist doch eine Explosivwaffe, oder etwa nicht? Dann gehen wir mal am besten wohin, wo uns keiner sehen kann. Sieht uns hier wer? Nö. So, erstmal ein bisschen warm schießen. Ach, fuck, haben uns doch gesehen. Bin ich Tango? Wieso nennt er mich nicht Heller? Wieso müssen die mich Tango nennen? Tango Primary is trying to force us out of lockdown. Whoa. Blocken! We need to finalize these plans. Doch nicht auf den, auf die Tanks sollst du schießen. Wieso lockt der den nicht mehr? Da! Hui! Immer schön bei der Sache bleiben und sich nicht ablenken lassen von so allen Orion-Spinnern. So, Bonusziel ist erreicht. Jetzt können wir die anderen platt machen. Commander Cantrell's safety has been compromised. Over. Shit. We need Cantrell out of there. He knows too much to be compromised. Colonel Rooks, we are not running like no goddamn cowards. My boys can handle it. Then handle it, Commander. Wow. Den wollte ich, den möchte ich. Wir haben übrigens gerade eben unser Schild in Aktion gesehen. Und zwar war der kurz davor draufzuschlagen und da haben wir so Stacheln rausgeklappt. Ich glaube, die Klauen sind wesentlich effektiver gegen den. Und einschleimen können wir den, glaube ich, auch nicht. Bam! Ah, was? Wir müssen den erstmal weichklopfen hier. So in etwa. Just like this! Wo ist er hin? Kopfsprung! Was? Was abgehackt? Wieso kann man bei denen eigentlich nichts abhacken? Wow, 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 ausbrechen, 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 ausbrechen. Ich muss ausbrechen. So. Und weggeschmatzt. Nom. Und noch bessere Ranken. Hey. Jetzt haben die Ranken scharfe Kanten. Was? Ach, jetzt sind die Ranken wieder auf X. Das ist ja ulkig. So. Bam. Da hilft auch alle Deckung nichts. Dich schneiden wir ein, dann springen wir über dich drüber. Ach nee, der kann uns ja aus der Luft fischen, wenn wir über ihn drüber springen. So was, dann machen wir einfach mal hier einen auf Ausrasten am Start drücken. Bumm. Haben wir. Wir haben es geschafft. Nee, eliminieren sie alle Blackwatch-Streitkräfte. Hier laufen nur noch ein paar rum.
Der hier war mal Blackwatch, okay. Was? Das doch doch. Was? Don't worry, sir. You'll be in a secure location in no time. Die haben den doch geschafft zu evakuieren, aber wir waren doch so vorsichtig. Was ist denn das? Krass, ja. Jetzt fliegen hier also auch solche Viecher rum. Okay, dann wollen wir mal hin. Hui. Ja, nee, das wird nicht schnell genug da sein. Ich bin unterwegs, ich bin das Rettungsteam. Guten Tag, hallo. Ach, die müssen wir jetzt platt machen. Und weißt du was? Dann packen wir uns wieder. Catapult 44, this is Red Crown. Recovery team has been sent to your location. Whoa. Over. Mann! Und jetzt Fieberbombo, Schmatzenfatz. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ups! Ach komm, wir machen doch wieder die hier oben rein. Halt, nein, waren wir falsch. Und, nee, doch, war alles richtig. So. Ja, wieso wartet er nicht, bis die Brawler das Ding aufgemacht haben? Die sind dann quasi unsere Dosenöffner, dann müssen wir das nicht mal selber machen. Ein bisschen was Futter nebenbei. Also was Leichtes nur. Ich hätte nicht gleich einen Juggernaut. Weil ich wetten könnte, dass die auch noch kommen gleich. Und eine Hydra kommt schon auch noch irgendwo rausgespritzt. Ups. Diese langen Fleischkeulen. Schwere Blutung hat er. Zwei Minuten haben wir noch. Oh, jetzt kommen natürlich die nächsten. Ich könnte mal ein bisschen Verstärkung gebrauchen, irgendwie. So. Ich hätte echt gern vier von der Sorte. Das wäre wirklich cool. Wow. Oh, fucking Juggernaut. Ah, ich glaube, gegen den Juggernaut hilft echt nur das. Wow, da hinten gibt's was zu essen. Essen, essen, essen. Haben wir eigentlich noch Brawler? Leben die noch? Können wir die gerade sprengen? Cool. Scheint doch was gebracht zu haben. Muss nur so auf die Schnelle. Mach doch nicht das Ding kaputt! Seid ihr denn des Wahnsinns? Da ist doch ein Wichtiges drin, wisst ihr das denn nicht? Mensch, wo kommt ihr denn her, dass ihr sowas nicht ahnt? Ihr seid nicht meine Rudelhunde. Die wissen sich wenigstens zu benehmen. So, eingematscht, drüber gesprungen und mit B weggefuttert. Hui, da gibt's den super Sonderbonus. Gummiarm. Machen wir einen auf Ruffy. Gut da! Und von hinten wieder zugematscht und mit X, wecke X, Arm ab und dann gibt's nochmal ein B hinterher. Nee, gibt's nicht. Jetzt bitte, gleich. Jetzt gibt's ein B. Bum, 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 Spaghetti-Arm. Ja! Hui. So, haben wir's geschafft. Dürfen wir jetzt selber das Ding kaputt machen. Oh. Stay out of this, Heller. Cantrell is ours. You can take him, if you can get him. Das sieht nice aus. Upsa, ausgewichen. Was, die? Wieso haben wir die nicht mehr im Lock? Ui, das muss man blocken. Moment, da wechseln wir wieder auf die. Hehe. Ach, die hat sich auch ihre Möter gerufen. Na, dann können wir das. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Wo ist sie? Eingespaghettisiert. Wow. Kannst du mich doch nicht mit irgendwelchen Mist bewerfen? Hallo? Das ist mein Job. Wow, ausgewichen. Y, Y, Y. Yeah. Is that all you've got? Not even close. Ich kann auch die Brawler gar nicht anvisieren hier. Aber ich sollte mal.
Denn wenn die tot sind, kann man die nämlich essen und dann geht es uns wieder richtig supi-dupi-dupi. Mit B weg. Futtern, 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 futtern. Da kann man nicht zufällig Biobomben draus machen. Nee, kann man nicht. Schade. So, wo ist die Alte? Wir machen sie jetzt mal richtig zur Sau. Oh, oh, oh. Zu spät Blocken gedrückt. Komm her, komm her, komm her, meine Süße. Ups. So. Wir können die nicht einschleimen, das ist ja doof. Nee, dann wechsle ich lieber wieder auf die hier. Bam! Auweia! Auweia! Man schlägt doch keine Frauen. Ey, 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 ey. Wow! Boah, die fiese, fiese! Ich mach dich! Platt! Platt, 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 platt! Und mit B gibt's was Leckeres, nämlich den Kopf zwischen die Schultern. Errungenschaft freigeschaltet, absorbier dich nach oben. Und wir haben jetzt auch so einen geilen Peitschenarm. Red Crown, this is Ballista 4-2. We've arrived at the crash site. Tango Primary is on scene. I say again, Tango on scene. Over. Halten Sie auf den Helikopter LT gedrückt, Marisch. Drücken und halten Sie X für einen Fernangriff. Hi-yo-i-sa. Genial. Oh, shit, that makes things easier. Wir haben jetzt sowas wie eine Pistole. Besiegen Sie 20 Infizierte mit der Peitschenfaust. Geht klar, Rufatz. Was? Wie infiziert? Komm, machen wir gleich nochmal. Den da. Bam. Bam. Ups, Verzeihung. Da hätte ich blocken müssen. Hui. Yeah, nochmal hochgesprungen und jetzt nochmal von hier. Und jetzt infizierte Moschen. Kein Ding. Oh, haben wir jetzt den Bonus verpasst? Ich wollte gerade infizierte Moschen. Haben wir den Bonus noch? Mit B. Der Bonus ist weg. Oh nö. Oh nö. Ja, den Bonus haben, darf ich den nicht wieder absetzen? Bonus! Machen wir Bonus! Och, Menno! Der wäre so einfach gewesen. Oh, ich bin eine Vollpfeife. Did you get the wind pattern charts? Yes, sir. Received them this morning along with the latest MRE shipment. And? Well, once the mainland is saturated, most of the overage should drift out to sea. Casualties. Infected removal should be total, sir. About 1.5 million non-infected. That's acceptable. Proceed. Million sons of bitches. What the hell are they up to? Castle, this is Checkmate. Return to base ASAP. Over. Roger that, Checkmate. On my way. Wonder what he wants. Yeah. Ich würde sagen, der ist super gut gegen Infanterie. Cool. Und wenn wir gedrückt halten, macht er so ein Boing. Und mit so einem Wischer kriegen wir die alle weggewischt. Oder wir kriegen die verspaghettisiert. Ach nee, das ist ja jetzt die hier. Da sind die Spaghettis. Du, Leo, das gefällt dem Baume. So, jetzt hat er einen Jungen gemacht. Wir rennen jetzt allerdings hinter zu dem kleinen Sternchen dort drüben. Upsa. Bin ich gerade gegen ein Knöpfchen gekommen. Hab ich mich nach vorne gebeugt, um zu sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Ups. Oh, da ist jemand mit Wissen. Jetzt zeige ich dir mein wahres Gesicht. Wow. Corporal Kevin Duke hat was für uns. I don't like the way it's looking at me. Eyes forward, Corporal. It keeps fucking looking at me. Keep your finger on that trigger, Corporal, or I will shoot you myself. Oh, eine
Eine was? Eine Impfbergung? Blackwatch und Gentech fangen infizierte Subjekte um weitere Biowaffen und das war viel zu schnell weg. Ich würde sagen, das können wir auch nochmal machen, oder? Hatten wir gerade eben eine Sidequest gemacht oder war das auch... Nee, das war Sabrina Galloways Auftrag. Gut. Gut. Was haben wir von dem Typen gelernt? Was ist das? Ach, das ist mein Alarm. So, habe ich mich von meinem eigenen Alarm erschrocken. Ist jetzt Schluss, ne? Goodie. Da rennen wir nochmal fix in Position. Boinga. Und damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich find's gerade so lustig, hier durch diese verseuchten Straßen zu rennen, dass ich es direkt sein lasse und auf die Dächer kletter. Was? Wie? Rüber zum X wollte ich machen. Oh, das ist ein ordentliches Stück zu gleiten. Ein Kran? Da mal nicht eine Blackbox liegt. Das ist der einzige Kran hier weit und breit. Hui. So, hier liegt doch bestimmt was rum, oder? Nicht? Seid ihr euch sicher? Sicher, dass hier nichts ist? Och, Menno. Dann geht's eben doch rüber zu Max. Guti. Ach, das hier ist also... Hier ist es jetzt Chinatown. Mhm. Ich hätte es fast nicht wiedererkannt. Aber doch so ein bisschen, ja. Vor allen Dingen am Geruch. Dieses Süß-Sauer liegt hier in der Luft. Ganz schwer in der Luft. Turbo, Heller, mach dein Turbo an. Ach, geht nicht, hier sind nur so Haufen Leute im Weg. Guck mal, Jungs, was ich kann. Hui. Das findet ihr gar nicht komisch. Das ist ja am Arsch der Welt, meine Fresse. Wow, wie weit ist das denn? Was ich auch geil finde, ist, wie die Dächer hier in dem Spiel gemacht haben. Also die Dächer sind nicht langweilig. Hier ist immer irgendwelcher Mist. Klimaanlagen, Fensterchen, irgendwelche Sofas, wer auch immer. Ich weiß nicht, ob das hier so gang und gäbe ist, dass die denken, Mensch, wir leben in einer Stadt voller Hochhäuser. Darum schleppen wir mal alle unsere Sofas und Bänke auf die Dächer. Na, jetzt haben wir es. Aber es sieht sehr cool aus, ist sehr schön. Auch hier mit so einem kleinen Garten. Hübsch. Radio Transmission, 411 days ago. Grizzly 2 Actual, the Red Crown. This is Checkmate. Sir, City Hall has been completely compromised. We have an infected surge spreading fast for... Shit. Guten Tag, kleine Party. Surprise, surprise. Wer kommt aus der Torte? Hui. Ich komme aus der Torte. Die Torte habe ich selbst gebacken, gerade eben. Das ist eine Spaghetti-Torte. Eine rot-schwarze Spaghetti-Torte. Da ist noch jemand mit ein bisschen Spezial-Sondereinsatzwissen. Oh, das war zu much. Ja, Jungs, tut mir leid. Ich wollte euch nicht verrückt machen. Wenn er mich jetzt sieht, schlagen die dann wieder Alarm? Ich mach mich mal lieber doch zum Militärfritz. Verzeihung. Hui, und was weiß der für uns? So, schon lange Aufnahmeschluss hier. Mensch, ich muss zum Potter kommen. Gib dem Mann ein MG. Gib ihm vielleicht noch ein paar Worte und Argumente, aber MG ist schon mal gut. Unterdrückung! Verfügbar. Blackwatch und Gentech schmieden Pläne, um alle Bedrohungen ihrer Operationen zu bla 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 bla. So, gut. Hier sind wir nun. Hier machen wir es zu einem Feierabend. Das nächste Mal geht's hier weiter. Und, ein Panzer. Gibt's hier neue Panzer? Nein, nicht ablenken lassen. So, bei der Sache bleiben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin der Baume. Das hier ist Prototype. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal, denn jetzt ist Feierabend. Tschüssikowski. Lasst euch mal was Neues einfallen. Ich muss mal kurz überlegen. Also jetzt, wo ich gerade so in der Luft bin, kommt die natürlich echt geil. So in etwa. Da kommt der Feierabend halt wieder. Und Body Slam! Bam! Und gleich noch einen von der dicken Sorte hinterher. Oh. Ich muss mal gleich zu meinem Telefon und das ausmachen. Gott, ist das eine fiese Waffe. Die macht ja alles.
Ding erreicht. So, sprich, du aller Hacker. Gut, das war's. Ich, mach mich dann unsichtbar. Wie man das im Fachjargon nennt. Wo ist er hin? Er ist hier hochgesprungen, das hab ich gesehen, aber dann ist er fort. Pass auf, Kinder, der könnte überall sein. Der will sich bestimmt das Whitelight klauen. Ich entsorg das mal eben fix. Verdammt. Whitelight Nummer 1. Genau, schieß noch auf die Fässer mit den Chemikalien. Das klingt super, das ist gut. Whitelight Nummer 2. Ein Glück sind wir immun gegen die normalen Feuerwaffen. Oh, Whitelight Nummer 3. Okay, das kann ich Luke gar nicht leiden. Weg mit den Raketen-Heinis. Was? Da hinten war noch einer. Komm her, du Arsch. Ja, ich komm nicht ran. Das glaub ich kaum.